Ja, hallo Gaming-Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Game Collector und es geht weiter mit einer weiteren Folge God of War Ragnarök. Ja, ihr habt schon das erste Gameplay von mir gesehen. Ich habe es dann natürlich dann beenden müssen, weil eben die Aufnahmezeit der PlayStation 5 dann schon zu Ende war. Aber keine Angst, es geht jetzt genau da weiter, wo wir aufgehört haben, weil ich habe nämlich netten Besuch bekommen in meiner Hütte. Also, genießen wir das Ganze. Kratos hat mal wieder nicht das gemacht, was ihm ja befohlen worden ist oder was er sozusagen nicht machen wollte. Also, wir sind jetzt vor seiner Hütte und natürlich gehen wir jetzt da rein und genießen das Ganze, wie es weitergeht. Für einen Abend war das viel zu ereignisreich. Auch wenn ich zugeben muss, dass es dort kurz ein bisschen wie in alten Zeiten war. Wir drei mitten in einem noch nie zuvor betretenen Stück Wald. Du hast uns lange nicht begleitet, wenn du das meinst. Tja, ich bin wohl bloß müde. Kennt man eine Hirschjagd, kennt man alle. Wie kannst du müde sein, wenn du nie schläfst? Es gibt andere Arten Müdigkeit, Junge. Das merkst du, wenn du älter wirst. Und jetzt gönnt euch ein wenig Ruhe. Am Morgen sieht immer alles ganz anders aus. Was war das? Dein Bogen. Kann ich reinkommen? Ich habe Met. Ich bin keine sehr gute Gesellschaft. Wir finden sicher viele Gesprächsthemen. Das hättest du mir eher sagen können. Warum bist du hier? Ich bin nur höflich. Du scheinst eine ruhige, vernünftige Person zu sein. Bist du eine ruhige, vernünftige Person? Wenn der Moment nach Ruhe verlangt,
würde sagen, dass er das tut. Ja. Du weißt, wer ich bin? Damals vor dem Wintereinbruch gab es einige Missverständnisse. Bedauerlich, hä? Aber ich glaube, wir wissen jetzt alle besser, mit wem wir es zu tun haben. Also, was du mit seinen Jungs gemacht hast. Selbstverteidigung. Fürs Sterben leben wir, Asen. Und sind wir ehrlich, sie waren recht nutzlos. Aber Baldr, er war von Wert. Er war mein Fährtensucher, mein Bester. Ja, er hatte den Verstand verloren. Aber er war nützlich und nun ist er tot, wegen dir. Kannst du folgen? Du trägst deine Schuld. Das ist eine ernste Sache. Was willst du? Vielleicht Frieden? Wie klingt Frieden für unseren geschätzten Kriegsgott im Ruhestand? Was, wenn wir uns nicht mehr töten? Wenn du zu Hause bleibst, dich ausruhst, such keinen Streit mit mir. Dann habe ich keinen mit dir. Natürlich heißt das, dass er damit aufhören muss, nach Tyr zu suchen. Ja, wir wissen, was du so treibst. Schluss damit. Tyrs alte Welt ist tot. Er ist tot. Verstanden? Und das war's. Wir sind quitt. Und ich leg sogar noch was drauf. Ihr dürft den Gefangenen behalten, den ihr gestohlen habt. Jawohl, ich weiß, dass du hier irgendwo bist, du redegewandter Dreckskerl. Warum sollten wir dir glauben? Was waren deine Versprechen je wert? Da ist er, mein alter Komplize. Er hat abgenommen. Wenn er sagt, Schnee sei weiß, dann lügt er. Was für eine Weisheit ist das? Fehlt dem klügsten lebenden Kopf hier etwa die Weitsicht? Dass wir alle dasselbe wollen? Na gut. Wie wär's mit diesem Angebot? Ich begleiche deine Schuld bei meiner Ex. Halte Freya von dir fern. Und dein Junge ist sicher. Mehr willst du doch gar nicht, richtig? Na, was sagst du? Nein. Mach es kurz. Jetzt geht's da weiter, wo wir aufgehört haben. Wird auch Zeit. Du brichst mich von ihm. Aktion namens Blutgeld. Das heißt, ich bekomme ein Stück von dir für das, was du meiner Familie nahmst. Das lernst du noch. Das war für Baldr. Und jetzt zeig mir das. Göttermörder, von dem ich schon so viel gehört habe. Ich wollte diesen Kampf mit deiner Mutter nicht,
Mir egal. Wie konntest du jemals Kriegsgott sein? Du kannst wirklich gar nichts. Du spuckst auf das Grab meines Sohnes. Wie konnten sie nur gegen dich verlieren? Deine Zurückhaltung ist beleidigend. Geil! Geil! Ich brauche Energie. Ich wollte deine Klingen sehen. Aber sie helfen dir wohl nicht. Gib weg nicht alles! Ja! Wie du noch deinen alten Techniken suchst! Das fängt richtig geil an. Das ist spektakulär. Tut mir leid wegen der Statue, Tier, du alter Moralprediger. Wenn du nicht schmutzig kämpfst, kämpfst du nicht. Ich dich. Deine Söhne dürfen uns an. Zeig mir das Monster in dir. Das kannst du besser. Das ist der Gott, der aus Gekränktheit eine Götterwelt ausgelöscht hat. Jetzt wird's gleich knapp. Scheiße, Hilfe! Wann wir fertig sind. Ich gehe erst, wenn ich dein echtes Ich sehe. Steh auf! Okay.
Jungs nicht. Sag mir, wer du bist. Der ist stärker. Selbst im Tod. Was sagst du da? Bodhi kam aus Furcht vor dir zu uns. Er starb an den Wunden, die du schlugst. Oh, ein echter Vorzeigevater. Der ist stärker, die Augs für Mörlion. Was? Ach, egal. Dein väterlicher Rat geht mir am Arsch vorbei. Von dir, aber ich bin nicht meine Söhne. Und dein Junge, der Altvater, hat Pläne mit dir. Das war ein Schlag. Jetzt kommt der Kriegsgott. Da ist er. Der Kriegsgott. Und ein paar Zähne verloren. Geil. Nach Hause, jetzt. Odin ist bei Atreus. Oh nein. Ich mache sofort ein Tor bereit. Na dann los. Es ist nicht weit. Tja, schön, dass du neue Freunde gefunden hast. Ist dieser Mjölnir nicht imposant? Du weißt, dass wir den Hammer geschmiedet haben. Ja. Das hast du erwähnt. Das weiß ich. Also kein Vergleich zum Tor aus Marvel. Eigentlich die Axt Stormbreaker, Sturmbrecher. Alles bereit. So kommst du nach Hause. Alles vertraut.
dein Schutzsymbol ist hinüber. Wenn du Odin verscheucht hast, brauchst du doch sicher ein neues Dach über dem Kopf. Und ich spreche nicht von diesem Plappermaul. Ich gebe mein Zuhause nicht auf. Ach ja? Und was hält die Alfratze davon ab, dich auszuspionieren? Oder dein Haus klein zu hacken, während du darin schläfst? Nichts. Gar nichts. Hol du deinen Jungen und ich rede mal mit jemandem, der euch im Notfall vielleicht bei sich Unterschlupf gewährt. Entführt, hä? So wie es ausschaut. Bruder! Ich wollte schon nach dir suchen. Bist du verletzt? Und du? Was hat er gewollt? Das Dach bezahlen. Und er lädt mich nach Asgard ein. Wirklich? Ich konnte nichts hören, als du rausgingst. Ich habe abgelehnt. Offensichtlich. Gut. Wieso hast du Tyr gesucht? Hätte ich gesagt, dass ich ihn suche, hättest du Nein gesagt. Also hast du es verheimlicht. Vor mir. Ich wollte es dir sagen. Das wollte ich wirklich. Aber jetzt, wo du es weißt, solltest du dir etwas ansehen. Nein. Vertrau mir, du willst sicher... Vertrauen? Du hast mein Vertrauen enttäuscht. Lass es mich zurückgewinnen. Lass mich dir meinen Fund zeigen. Außerdem... sind wir Odin noch nicht los? Oder Thor? Und wie man sieht, können sie kommen und unser Haus durchlöchern, wann immer sie wollen. Es gibt nur einen Weg, sie loszuwerden. Und ich glaube, ich weiß wie. Vater. Hör auf deinen Sohn. Ja, die Chaos klingen endlich. Oh, geil. Zeig's mir. Ja, zeig's mir. Hol deine Sachen. Wir gehen sofort. Genau. Das brauchen wir. Den Stein zum Reisen. Okay, Gratus Überlebenschance verbessert. Okay, jetzt gucken wir mal. Das können wir wahrscheinlich schon machen. Okay, nehmen wir das mal. Passt, das haben wir ausgewählt. Okay, das ist ein bisschen anders da gemacht als wie beim anderen God of War. Chaosklingen, die können wir auch aufrüsten. Okay, das ist schon aufgerüstet. Okay. Den Zorn, okay, den können wir noch nicht. Da haben wir zu wenig Punkte. Okay. Den Bogen. Okay, der ist schon aufgerüstet. Nee, das wollen wir nicht. Ach, verdammt, ich bin zu früh zurückgegangen. Okay, ist wurscht. Geht nicht.
Bist du bereit? Geh. Zum alten Tempel im Wildwald. Wieso? Das erklärt sich leichter, wenn wir dort sind. Okay, da können wir nochmal mal gucken. Fähigkeiten, genau, das wollen wir doch. Okay, da haben wir zu wenig. Obwohl, nee, da haben wir nicht. Können wir kaufen. Am besten wir rüsten das gleich alles auf. Okay, die Chaosklingen. Das können wir auch gleich kaufen. So. Jetzt haben wir. Okay. Atreus. Okay. Okay, das kostet ein bisschen mehr. Passt. So, haben wir ein bisschen aufgerüstet gleich. Hat Odin noch was gesagt, als ihr draußen wart? Ja, er sagte, Jötunheim sei ihm inzwischen egal. Die Riesen könnten ihre Geheimnisse behalten. Er hätte Ragnarök auf seine Art abgewendet. Ob er weiß, dass alle Riesen tot sind? Ich fürchte eher, dass es ihm nicht mehr wichtig ist. Was hat er vor? Was ist hier passiert? So nah an zu Hause. Bekämpfen sich die Räuber jetzt gegenseitig? Das sind nicht ihre Pfeile. Etwas anderes ist hier draußen. Sind noch mehr. Ganz frisch. Sind die alle durch das kaputte Symbol gekommen? Das oder Odin hat den Schutzzauber komplett versaut. So, da die Chaos klingen. Fast bei der Brücke. Oh, die Brücke ist hinüber. Wir brauchen einen anderen Weg zum Tempel. Warum bist du allein hierher gekommen, Junge? Ich hatte Träume, die mich retten. Träume. Wow, der hier lebt noch. Nein, sieh genau hin. Jetzt noch Hehlräuber? Wer tut sowas? Wir dürfen wohl nicht hoffen, dass ein Feind von denen... Wow, eine Warnung wäre nett. Nicht da! Im Ernst, wer würde Räuber auf diese Art aufhängen? Halt. Komm! Verdammt, Bruder, was war das? Etwas Starkes und Gefährliches. Sei auf der Hut. Oh ja, ich bin immer zu auf der Hut. Der Tempel. Suchen wir einen Weg herum. Einer Weile. Ich weiß nicht. Er braucht wieder ein bisschen Energie. Weißt du noch, als ich sagte, jemand könnte uns Antworten zu den Riesen und Loki geben? Du meinst hier.
der alte Kriegsgott in diesen Landen, der tot ist. Also für einen Toten war Odin sehr versessen darauf, dass man ihn nicht findet. Nicht wahr? Er weiß, dass Tyr die Welten gegen ihn vereinen könnte. Und Tyr war der stärkste Verbündete der Riesen, also... Genug. Den werden wir bestimmt irgendwann finden, Tyr. Geil. Und da versteckt sich leider nichts da drin. War beim letzten Mal noch nicht im Weg. Okay. Geil. Und weg damit. Passt. Wie ich gesagt habe, Tyr war mit den Riesen verbündet. Also wäre er auf unserer Seite, wenn wir ihn finden. Und wenn jemand weiß, wer ich sein soll, dann er. Wenn er da draußen ist, müssen wir ihn finden. Wir müssen einfach. Das sind viele Fans, Atreus. Was weißt du? Wirst du bald sehen. Ich weiß nicht, was er entdeckt haben will, aber er sagt, er hätte Beweise. Jetzt sind wir hier. Sehen wir es uns an. Viele Tote hier. Wir sollten weitergehen. Räuber! Zu spät! Vater, benutzt deine Klinge! Verbrenn sie! Mieste! Von links! Achtung, hinter dir! Das ist auch richtig geil gemacht. Dass man da jetzt Gegenstände nehmen kann und sie auf sie schmeißen kann. Ist es nicht schön, dass Fimbulwinter all unsere hilfreiche Magie ruiniert, während neue Schrecken einfach so gedeihen? Wie auf Stichwort.
Töten, Wintermann. Ja, sehr gut. Wer das wohl ist? Wir klettern. Gut. Da hängt da auch einer. Oh, er ist wirklich gut darin geworden. Und das nächste. Vorsicht, rechts! Was ist das? Blutvergießen ist nichts Neues für mich, aber so viel davon an einem Morgen? Scheiße. Oh, Freya. Freya ist es wieder, garantiert. Oder doch nicht? Na, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Die Jägerin. Thors und Odins Einmischung und jetzt noch Pirscherinnen in unseren Wäldern. Das ist kein sicherer Ort mehr. Leichter Runenangriff, okay. Passt. Ja, da könnte man eigentlich gleich einmal ein bisschen aufrüsten. Okay, dann haben wir das jetzt einmal. Das ist wieder total alles, da muss man wieder komplett, muss man da wieder umdenken, weil mir hat aber irgendwie die alte Steuerung vom alten God of War besser gefallen von 2018. Da bin ich ehrlich. So, Fähigkeiten, jetzt gucken wir mal. Chaos klingen, da haben wir schon ein bisschen was. Die Axt, okay, da können wir leider nicht mehr weitermachen. Obwohl, da brauchen wir 750. Da können wir schon ein bisschen angreifen. Okay. Also, jetzt nochmal auf ein neues. Ja. Ja.
okay. Vater, der Schild, den Notari gab. Thor hat ihn beschädigt, aber jetzt. Vielleicht können die Zwerge ihn sich ansehen. Vielleicht später. Ja, den Schild brauche ich auf jeden Fall. Den brauchen wir auf jeden Fall. Oh, warum da haben wir noch ein bisschen. Also, weißt du noch, die ganzen Schreine, die wir fanden, über die Geschichten der Riesen? Die also, wir haben jetzt 40 Minuten gespielt. Und die rechte Tafel, ihr Schicksal? Ja, wir fanden viele. Ich habe sie gesehen. Tja, dahinter steckt mehr, als wir dachten. Tja, die umgestürzte Säule ist neu, aber der Schrein ist direkt dahinter. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Hat sich etwas bewegt, da rechts? In dieser Gegend stürzen wohl regelmäßig Dinge um. Fimbulwind hat zermürbt einfach alles. Selbst Stein. Nee, funktioniert nicht. Schade. Hey, das sieht interessant aus. Ich schaff's nicht. Genau. So. Na also, los! Ja, hin und wieder lernt man mal ein bisschen was dazu. Ah, da haben wir wieder so eine Wand. Das ist wahrscheinlich das, was er uns zeigen möchte. Schau zu. Das ist neu. Sehr neu. Kann man damit Türen öffnen? Geil. Komm mit. Atreus, warte! Ich glaube nicht, dass er wartet. Was ist das, Junge? Wo sind wir? An einem Ort, den nur Riesen sehen sollten. Die Schreine erzählen der Welt ihre Geschichten. Aber wie sich zeigt, werden die wahren Geschichten, die Geheimgeschichten, hier aufbewahrt. Im Inneren. Wisst ihr noch, die Geschichte von Skjöll und Hati, den Wolfriesen? Odin fing sie ein, weil er glaubt, so den Beginn von Ragnarök zu kontrollieren. Ich erinnere mich. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Hier. Man sieht, wie die Riesen Skjöll und Hati befreien. Sie sind frei? Ist das Vergangenheit oder Zukunft? Kommt drauf an, wann man es sieht. Gesprochen wie ein Riese. Seht ihr? Die Wölfe sind sicher, irgendwo in Vanaheim. Nicht der erste Ort, an dem Odin suchen würde. Da sind sie und jagen Sonne und Mond. Alte Gewohnheiten. Bis da der Mond gestohlen wird. Irgendwie. Atreus. Seht ihr? Hati hat nichts zu jagen. Und da heißt es, beim Himmelsraub gebe es keine Opfer. Ich bin nicht sicher, wer das ist. Aber irgendjemand kommt und rettet den Mond. Und dann versperrt der Mond die Sonne. Totale Sonnenfinsternis. Habe ich seit 100 Wintern nicht erlebt. Doch dann jagen sie ein Pfeil. Und alles wird wieder normal. Was hat irgendwas davon zu tun mit... Dazu kommen wir gleich. Schaut, hier ist Ragnarök. Seht ihr, wer die Armeen gegen Odin anführt? Das ist Tyr, wenn er zu Ragnarök da ist. Heißt das, dass er am Leben sein muss, oder? Mimir, kann das sein? Odin sagte mir, er habe Tyr getötet. Und damals vertraute er mir, dachte ich. Was, wenn er ihn nicht getötet hat? Was, wenn er ihn bloß die ganze Zeit irgendwo eingesperrt hat? Wir sind wieder beim Wenn. Es reicht.
Warte. Wir gehen nach Hause. Warte. Eines muss ich dir noch zeigen. Es ist gleich hier. Was ist das? Alles, was ich fand. Tja, fast alles. Das ist Riesenhandwerkskunst. Warst du wieder in Jötunheim? Nein, das lag in einem anderen Schrein. Anderer Schrein? Bei wie vielen warst du? Also bei allen? Zumindest bei allen, die ich in Midgard erreichen konnte. Ich kenne das nicht. Aber es ist wichtig. So wie all das. Als ich in einem der Schreine war, sah ich Tyr als Gefangenen. Aber ich weiß nicht wo. Es gibt Hinweise in den Schrein. Es geht um schwarzen Rauch und blutende Erde. Aber wir konnten nicht herausfinden, was... Sindri hat mir geholfen. Also, ich habe ihn überredet. Es war nicht seine Idee. Ich brauchte jemanden, der aufpasst. Schwarzer Rauch. Blutende Erde. Ein Gefängnis in Muspelheim. Eher nicht. Odin hat keine nennenswerte Präsenz in den urzeitlichen Welten. Aber blutende Erde? Klingt nach einer Mine, oder? Die Welt der Zwerge vielleicht. Svartalfheim, das kann gut sein. Aus den Minen kam schwarzer Rauch. Und Odin hat die Zwerge schon seit langer Zeit in der Hand. Das ist es. Tyr ist also in Svartalfheim, in einer Mine. Und? Gehen wir? Heim. Hier lang. Junge, selbst wenn wir nach Tyr suchen wollten, wie sollen wir nach Svartalfheim gelangen? Du weißt, dass Odin alle Wege zwischen den Welten versperrt hat. Sindri sagte, er hätte da ein paar Ideen. Sindri hat ständig Ideen. Der Boden sieht hier rissig aus. Wir zerstören wieder Dinge zum Spaß und für Profit. Herrlich! Aber dafür haben wir da wieder eine schöne Truhe. An den Jungen? Nicht viel. Sie sind rausgegangen. Aber er hat es uns erzählt. Kein Grund zur Sorge. Was ist mit den Dingen, die er nicht erzählt hat? Weißt du noch, unser erster Trollkampf hier? Du hast dabei die Kontrolle verloren. Wir müssen vorsichtig sein. Die Gefahr ist nah. Kannst du denn ohne Schild kämpfen? Ist nicht mein erstes Mal. Mister! Räuber! Links! Nach hinten! Beeindruckend.
fast zu Hause. Bruder, auf ein Wort. Nimm dem Jungen seine Neugier nicht übel. Das gehört zu... So, 10 Minuten noch. In meiner Jugend lernten wir Gehorsam. Und das wünschst du dir für ihn? Er wird so oder so seinen eigenen Weg gehen. Ja, da werde ich dann wahrscheinlich dann Livestream am Wochenende machen. Beziehungsweise am Sonntag. Dass wir da ein bisschen länger zocken können. Wenn wir einen Weg finden, nach Svartalfheim zu reisen, würden wir bestimmt viel nützliche Ausrüstung finden. Mit der... Genug. Wir tun es. Wirklich? Aber wenn wir Tiere nicht finden, gibst du deine Suche auf. Endgültig. Klasse. Du wirst es nicht bereuen. Kratos! Hier drüben! Ha! Sindri! So wahr ich hier stehe! Ist das Atreus? Ist das lange her? Bist du groß geworden? Ja. Also, wenn ihr mir folgen würdet, Brock meinte, dass ihr eine Unterkunft für die Nacht braucht und ich glaube, eure Lieblingszwerge können euch da helfen. Wir sind noch eure Lieblingszwerge, ja? Wir kennen keine anderen Zwerge. Auch gut. Ja. Es ist geil einfach. Die Story ist einfach klasse. Das ist einfach klasse. Wenn natürlich da jetzt noch eine Serie kommt, die was dann auch hoffentlich auch einen würdigen Darsteller für Kratos wäre. Ich würde da schon jemanden kennen, der Kratos perfekt verkörpern könnte. Und zwar Ex-Wrestler Dave Bautista. Der könnte Kratos am besten spielen. Wie ihr sehen könnt, haben wir uns hier in der Zwischenwelt niedergelassen. Es ist nicht viel, aber wir sind sicher vor Fimbulwinter und vor Odins Augen. Und die Aussicht ist unschlagbar, wenn man grau schimmernde Leere mag. Großartig, Sinn. Eigentlich wollten wir mit dir über einen Plan reden. Faszinierend. Kommt rein, kommt rein! Also, bitte tretet die Füße ab. Und zwar gründlich. Ich warte. Du trittst die Füße nicht ab, oder? Also gut. Die Schlafzimmer sind da. Die Küche ist gleich dort. Hat jemand Hunger? Kratos? Hunger? Ich brauche nichts zu essen. Was wir brauchen, ist deine Hilfe nach Svartalfheim. Ich brauche nichts zu essen. Am Leben? Ich meine das... Was? Schon gut. Ich hab's ihm erzählt. Alles? Wegen dir war mein Sohn ungehorsam. Nein, ich hab auf ihn aufgepasst. An deiner Stelle. Kein Risiko, alles war sehr sicher. Kann jemand was sagen? Jetzt ist nur wichtig, dass wir wieder das Reisen zwischen den Welten ermöglichen. Und du kennst einen Weg? Ja, tu ich. Aber es ist bloß da. Da ist sehr viel Schlamm. Warum hast du den Weg dann nicht schon geöffnet? Weil wir für etwas ganz Bestimmtes deine Hilfe brauchen. Oho, die Huldu-Brüder brauchen also endlich die Dienste des klügsten lebenden Menschen. Genau so ist es. Hey, nicht so schnell. Wie ist das reingekommen? Was bei Hel ist das überhaupt? Das ist mein Sohn. Was bei Jon Smidas Namen ist mit ihm passiert? Er ist jetzt viel zu groß. Und sieht jetzt so aus. Ist deine Schuld. Also los jetzt, besorgen wir ihm etwas, das wenigstens passt. Er wird einfach älter, du dummer Trottel. Hattest du nie eine peinliche Phase in deiner Jugend? Hey, was geschehen ist, ist wohl geschehen. Aber ab sofort sprichst du besser ein Machtwort, wenn du weißt, was gut ist. Oh, er versucht's. Glaub mir. Gut, dann rüsten wir euch scheiße mal aus, bevor ihr euch wieder herumtreibt. Beginnt damit. Hm. Ziemlich ramponiert. Wär's dir nicht lieber, wenn ich einfach ein neues mache? Es ist mir sehr wichtig. Mal sehen, was ich tun kann. Und bis dahin, warum mache ich dir nicht etwas, um über die Runden zu kommen?
habe gerade nur das Material, um eins davon machen zu können. Okay. Wenn ihr mehr Ressourcen bringt, dann sehen wir weiter. Steinmaurer Schild. Okay, das schaut nicht einmal so schlecht aus. Herstellbar. Hm. Das schaut natürlich auch geil aus. Spielt überhaupt keine Rolle, was man da für eins nimmt. Jetzt muss ich mir mal entscheiden. Ja, ich nehme das, das gefällt mir besser. Weiterwachsen will, sollte er sich regelmäßig neue Klamotten holen. Ich habe ein paar Sachen von dir gefunden und in die Truhe gesteckt. Was würdest du nur ohne mich tun? Ich schaue mich um. Seh mir mein Zimmer an. Sag Sindri Bescheid. Danke. So. Ja, dann hätte ich gesagt, beenden wir das Ganze, bevor wir jetzt damit Sindri natürlich weitersprechen. Selbst gebaut? Ja, gucken wir uns mal ein bisschen um. Das schaut schon klasse aus, oder? Ich hoffe, alles ist zufriedenstellend. Okay, da könnte man jetzt mit ihm sprechen. Hey, sieh mal. Hier bewahren sie wohl das Essen auf. Schön, die Wahl zu haben, wenn ich hungrig werde. Okay. Dann hätte ich gesagt, tun wir hier mal speichern. So. Ja, war eine richtig geile Folge mal wieder, muss ich schon sagen. Das Spiel hat gut angefangen. Und wie gesagt, God of War ist einfach ein grenzgeniales Spiel. Die Story, der Humor und die nordische Geschichte, das ist schon klasse. Da muss ich mich mal dann dazu entschließen, wenn ich jetzt hier Ragnarök durchgespielt habe, dass ich dann God of War 3 spiele. Also zumindest die Remastered-Version auf der PlayStation 4. Ja, und dann vielleicht hin und wieder mal God of War 1 und 2. Bin immer noch in der Hoffnung, dass da irgendwann einmal eine Remastered-Version kommt oder zumindest eine überarbeitete Version für die PlayStation 4. Das wäre natürlich schon geil. Ja, wie gesagt, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie euch bis jetzt das gefällt. Der Kampf gegen Thor. Und natürlich, wie Ragnarök dann entsprechend ausgeübt wird. Wie gesagt, wir haben ja schon zwei Bosskämpfe gehabt. Einen großen Bosskampf und einen kleinen Bosskampf. Also, dann verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, über ein Abo. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und wir hören und sehen uns zum nächsten Gameplay zu God of War Ragnarök. Also, macht's gut und ciao.